Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute in unserer GIMP-Tutorial-Reihe über das Compositing. Compositing ist ein Begriff, der das Zusammensetzen von Bildern beschreibt. Ich habe hier ein Weinglas und in dieses Weinglas möchte ich eine Welle retuschieren. Eine Welle mit einem Surfer. Und zwar ist das das Bild mit der Welle. Der hier soll also in dieses Weinglas hinein. So, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, dieser ganze rechte Teil, der interessiert mich nicht und den schneide ich jetzt mal weg. Und dazu nehme ich mein Cuttermesser, hier dieses Zuschneiden-Werkzeug. Ziehe das hier mal so rum. Ja, ich glaube, so könnten wir den Teil wegschneiden. Drücke die Enter-Taste und der Bereich ist weg. So, jetzt schauen wir mal, wie wir Welle machen. Dazu nehme ich erstmal ganz grob ein Auswahlwerkzeug. Ja, das ist der Zauberstab, den vielleicht nicht. Sagen wir mal hier die Freihandauswahl und dann klicke ich hier mal so ein paar Bereiche an, um das Bild einigermaßen einzugrenzen. So, da könnte die Welle auslaufen. Bearbeiten, kopieren und hier einfügen. Bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Da haben wir schon. Da ist jetzt unsere Ebene drüber mit unserem Surfer. Und das soll jetzt hier rein. Dazu werde ich jetzt erstmal diese Ebene, diesen Surfer, Welle schreibe ich mal für die Ebene. Werde ich jetzt ein bisschen in der Transparenz höher setzen, also die Deckkraft herunterfahren und dann kann ich hier ungefähr den Surfer positionieren. So, setzen wir den mal hier unten rein. Haben wir hier genug von der Welle und ich glaube, so sieht das ganz nett aus. So möchte ich das haben. Das nächste ist, ich drücke wieder die rechte Maustaste auf meine Ebene Welle und dann werde ich eine Ebenenmaske hinzufügen. Hier ist der Punkt Ebenenmaske hinzufügen. Weiß, volle Deckkraft hinzufügen. Das heißt, alles, was ich jetzt hier auf dieser Ebene, auf dieser Ebenenmaske, also hier draufklicken, die Ebenenmaske wirklich auswählen, jetzt hier mit einem weißen Pinsel zeichne, das verschwindet. Da ich aber hier eine ziemlich gerade oder eine ziemlich exakte Kurvenform habe vor einem Glas, da werde ich mir jetzt einfach mal mein Fahrtwerkzeug nehmen und hier ein paar Punkte ziehen. Klicken, festhalten, ziehen und den nächsten Punkt setze ich gleich hier unten hin. Klicken, festhalten, ziehen. Und dann kriegen wir hier wieder unser Handle. Das kennt ihr aus den anderen Videos. So, den müsste ich hier noch ein bisschen bewegen. Setze ich den noch mal ein bisschen runter, mal gucken. Ja, ungefähr. Ich will mich jetzt in diesem Video mal wieder nicht so lange aufhalten an den ganzen Details. Geht hier wieder ums Prinzip. Aber dennoch versuche ich hier ein einigermaßen ordentliches Ergebnis zu erzielen. So, der letzte Punkt ist ausgewählt. Den setze ich jetzt hier auf diese Kante. Da muss ich ein bisschen genauer gucken. Wo beginnt der Daumen? Also werde ich mal die Deckkraft etwas runtersetzen. Ja, von dem Bild muss ich die Deckkraft runtersetzen. Na, das wird schon passen.
So, jetzt setze ich das hier mal einfach hier auf den Daumen. Der Rest soll mir jetzt erstmal egal sein. Den Daumen hier kann ich gleich nochmal einzeln freistellen. Es geht mir ja jetzt hier um das Glas. Oh, dann gehen wir mal weiter hier in setzen Punkt. Außerhalb, noch einen außerhalb. Und jetzt könnte ich eigentlich mit der Steuerungstaste wieder auf den ersten Punkt. Drücke die Enter-Taste und habe jetzt diesen Bereich ausgewählt. So, und ich kann jetzt hier nicht löschen oder sowas, sondern ich muss diesen Bereich weiß füllen, beziehungsweise schwarz füllen. Weiß ist ja volle Deckkraft. So hatte ich das eingestellt. Jetzt den Fülleimer auf dieser Ebene. Und das füllen wir jetzt. Und ihr seht, dieser Bereich wurde jetzt hier weiß gefüllt. Können wir hier nochmal erkennen. Zeigt euch nochmal die Ebenenmaske anzeigen. So, hier habe ich diesen Bereich schwarz gefüllt. Ich hatte gerade, glaube ich, weiß gesagt. Naja, gut. Also weiß ist volle Sichtbarkeit und schwarz ist volle Transparenz. Und grau wäre dann, das lege ich dann dazwischen, dann habe ich einen halbtransparenten Bereich. Das brauche ich vielleicht gleich auch nochmal. Bearbeiten. Das ist gut. Auswahl nichts. Meine Ebenenmaske brauche ich erstmal nicht mehr. Hier habe ich schon mal meinen Pfad. Das ist schon mal ein Stückchen Weinglas. Den benenne ich jetzt nicht um. Aber aus diesem Pfad könnte ich ja wieder eine Auswahl erzeugen. Auswahl nichts. Dann werde ich jetzt noch mal diese Ebenenmaske ausblenden. So, und hier scheint das jetzt durch. Das können wir gleich nochmal mit dem Pinsel im Einzelnen nachbearbeiten. Hier oben mache ich das Gleiche. Ich nehme wieder mein Pfadwerkzeug, setze es hier auf diese Ecke, klicke hier nochmal. Ich möchte hier so einen kleinen Knick bekommen. Den setzen wir mal irgendwo da hinten hin, den Punkt. Das war jetzt ein bisschen zu früh. So, müssen wir gucken. Verklickt. Und dann gehe ich mal hier weiter. Also was ich immer noch mache, ich schneide jetzt einfach hier von meinem Surfer alles das, was überhalb des Glases steht, schneide ich jetzt ab. Vielleicht sollte ich den Punkt doch lieber noch ein bisschen hier oben hinsetzen. Dann noch einen da. Noch ein bisschen kantig. Der Punkt hier ist noch nicht optimal gewählt. Ich
Den mal weiter hier hin. Okay, das werde ich gleich noch mal mit dem Pinsel machen. Klicke hier aus. Dahin, dahin. Hier oben, Steuerungstaste und wieder zum ersten Punkt. Das war der hier. Mal setzen wir lieber da nochmal einen hin. Jetzt die Steuerungstaste und zum ersten Punkt. Enter-Taste. Der Bereich ist jetzt hier ausgewählt. Und jetzt nicht löschen, sondern wieder mit Schwarz füllen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Auswahl nichts. Jetzt werde ich mal mit der Deckkraft hier etwas höher gehen. Kommt unser Surfer in der Welle zum Vorschein. Hier habe ich noch nicht sauber gearbeitet. Können wir aber gleich nochmal mit dem Pinsel. Jetzt gehe ich mal auf Multiplizieren, und zwar hier die oben, dieser Ebenenmodus, der steht auf Normal. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt auf Multiplizieren gehe, Multiplikation. Ja, das sieht dann so aus. Das hier unten, das radiere ich jetzt alles mal weg. Dann nehme ich mir einen Pinsel, schwarz, einen Pinsel mit weichen Rand. Hier. Auch. Und jetzt könnte man hier oben vielleicht komplett radieren. Oder ich werde jetzt mal Farbe wechseln. Und zwar werde ich mir so einen Grauton nehmen. 7F, 7F, 7F. Das ist dann eine halbe Transparenz, also Deckkraft von 50%. Jetzt hier innerhalb des Glases arbeiten. Vielleicht werde ich nochmal meinen Pfad benutzen. Eine Auswahl raus generieren, das war der falsche. Damit hier nicht viel passieren kann. Auswahl invertieren. Komme ich hier nicht drüber und den Bereich mache ich jetzt transparent, dass das nicht so stark durchscheint. Pinselform ein bisschen größer. Hier möchte ich die Reflexion des Glases ein bisschen mehr ausarbeiten. Mache ich wieder rückgängig den Bereich. Ihr seht, wenn ich die Pinselfarbe ändere, dann kann ich wieder ein bisschen abdecken, etwas transparenter werden oder völlige Transparenz setzen. So, die Auswahl nehmen wir nochmal weg. Auswahl nichts. Versuche jetzt hier nochmal. Freie Hand drüber zu gehen, das war zu viel. Die Kraft werde ich mal ein bisschen geringer machen.
Hier oben müssen wir noch mal ein bisschen wegnehmen. Das Glas hier besser zum Vorschein kommt. Also ein Compositing macht doch Arbeit, besonders wenn man es dann sehr sauber haben möchte. Ich denke mal, das soll jetzt erstmal reichen. Hier unten haben wir noch das Problem, dass wir diesen Rotton von dem Glas drin haben, den Rotwein. Finde ich jetzt nicht so hübsch. Könnte man mal überlegen, ob man das jetzt hier nochmal auswählt und dann ein bisschen einfärbt. Man könnte auch ein Schwarz-Weiß-Bild draus machen oder ein Sepia-Bild. Das heißt, dass man komplett in der Sättigung hier runter geht. Ich glaube, ich werde mal versuchen, diesen Bereich einigermaßen exakt auszuwählen. Wie gesagt, einigermaßen. Zwar ist das jetzt nicht mehr meine Welle. Ich müsste jetzt auf dieser Ebene arbeiten und dann mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Einfärben. Entsprechenden Farbton. Sättigung noch ein bisschen runter. Ein bisschen heller. Okay, Auswahl nichts. Hier ist das nicht so schön. Gehe ich jetzt mit dem Verschmierfinger mal drüber. Hier müssen wir verschmieren, haben wir gar keine andere Möglichkeit. Hier kann ich überhaupt nicht bearbeiten, denn ich befinde mich ja jetzt auf dieser Ebene. Versuche diesen Rotwein wegzubekommen bzw. einzufärben. Ah, das war jetzt vielleicht nicht mehr so toll. Rückgängig. Gut. Ja, da haben wir ihn schon dran. Jetzt würde ich noch weiter arbeiten, indem ich den Hintergrund vielleicht noch entferne. Und dann könnte ich auch andere Bilder nochmal hineinsetzen. Und jetzt hätte ich wieder die Möglichkeit, zum Beispiel mit meinem Fahrtwerkzeug wieder hier eine Linie zu erzeugen, beziehungsweise haben wir die ja auch noch. Hier zum Beispiel. So, und das lösche ich jetzt einfach. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen mit einem Radiergummi. Das machen wir schön groß.
noch größer. Also das Bild hat eine ganz gute Auflösung. Werde ich jetzt einfach mal hier radieren. Damit man das ein bisschen besser sieht, mache ich noch eine neue Ebene. Und die setze ich schwarz. Also Ebene auswählen, füllen. Momentchen, Auswahl. Nichts. Ich will die ganze Ebene füllen. Setze ich jetzt hier drunter. Nehmen wir wieder unseren Pfad und radieren hier entlang. Finde mich auf der falschen Ebene. Ich muss auf der sichtbaren Ebene radieren. Und dann kommt der schwarze Bereich oder die schwarze Ebene hier durch. Da können wir dann hinterher was anderes reinsetzen. Zum Beispiel ein schönes Bild von einem Strand. Vielleicht auch irgendwas von einer Stadt. Das werde ich euch gleich mal zeigen, was ich da so für Kompositionen mir vorgestellt habe. Hier nehme ich nochmal meine andere Auswahl. So. Arbeiten rückgängig hier unten. Muss ich noch aufpassen. Und so sieht dann unser Ergebnis aus mit meinem schwarzen Hintergrund. Und ich könnte jetzt auch andere Bilder hier einblenden, also einen anderen Hintergrund, ein paar Fotografien oder ein paar Downloads von Stockfotos aus dem Internet. Das sieht dann zum Beispiel so aus, hier mit einem Strand oder hier das Weinglas mit dem Surfer in der Stadt. Nochmal zum Vergleich, vorher und nachher. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr diese Bilder 1:1 nachmachen wollt, dann werdet ihr in der Videobeschreibung ein paar Links finden, wo ihr diese Stockbilder umsonst beziehen könnt. Bis dann. Tschüss.